Hamburg ist traditionell eine Anlaufstation für Menschen aus aller Welt. So wie die Schiffe ihren Anker im Hafen setzen, finden die Menschen in der Hamburger Diakonie eine sichere Anlaufstation. Dort gibt es unter dem Namen Andocken ein Hilfsprojekt für Menschen, die in Hamburg leben und keinen gültigen Aufenthaltsstatus besitzen. Zwischen 6.000 und 22.000 Menschen leben illegal, das heißt ohne in Deutschland gültige Papiere in der Stadt. Andocken ist eine Kombination aus medizinischer Versorgung und sozialrechtlicher Beratung. Alle Unterstützungsangebote sind anonym, vertraulich und kostenlos. In einer eigenen Praxis in Hamburg-Altona kümmern sich Ärzte und Sozialberater um die Menschen, die zumeist ein schweres Schicksal erlebt und überlebt haben. Andocken ist ein Projekt vom Diakonie-Hilfswerk Hamburg. Finanziert aus Spendengeldern, realisiert von vielen Ehren- und hauptamtlichen Helfern.